Morgen mittlerweile alle miteinander. Es ist der 2. September 2016, 2:42 Uhr morgens. Eigentlich wollte ich nach Echtzeit fahren, aber da fuhren leider keine Busse mehr. Deswegen dachte ich mir, fährst du erstmal so. Ich habe heute mal ein bisschen Lust auf ein bisschen Retro-Fahrzeuge gehabt. Deswegen habe ich mir den alten Setra 215 UL rausgesucht. Dachte mir, fährst eine Runde mit dem alten Ding. Wenn das Ding hat ja schon eine gewisse Geschichte hinter sich. Schade, dass er noch keine Klimaanlage hatte zu der Zeit. Aber bei dem Wetter wirklich gut gebrauchen können. Wir fahren, wenn es denn wieder funktioniert, nach realem Wetter. Ich habe nämlich gehört, da gab es einige Bugs bei einigen Spielern, dass es dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Aber dann schauen wir mal. Ah, Musik in meinen Ohren. Sehr schön. Licht an. Innenbeleuchtung. Gut, direkt beim Fahrer vielleicht nicht, da lassen wir es besser aus. So, schauen wir mal, was brauchen wir alles? Mal sagen, machen wir die Klappen auf. Ist ja warm genug. Und innen drin auch mal die Fenster. Das brauchen wir vorerst nicht. Was wir jetzt, hoppala, brauchen, ist die richtige Linie. Und zwar fahren wir heute mal auf Waldhofen die Linie 590 von Besenbruch, oder wie das jetzt hieß. Ja, das muss ich auch noch irgendwie ändern, dass da nicht mehr eine 5 eingestellt ist, aber irgendwas stimmt da noch nicht. Nee, Beisenbruch, da sind wir ja. Wir fahren doch gar nicht nach Albringhausen, oder? Stellt sich da jetzt noch was um? Nee, da habe ich was falsch eingestellt. Ja, das wollte ich jetzt auch nicht. Was macht denn das Ding? Es stellt automatisch auf 28 dahinter. Und im Beisenbruch sind wir schon. Leider stellt er es auch nicht mehr um. Hoppala. Und machen wir es ganz einfach. Knallen. Auch kein Ziel mehr schildern. Fertig. Tja, jetzt muss ich mal eben kurz was nachschauen.
Oder aus, wollte ich nicht von da, von Weißenbruch. Wir fahren aber bis Schloss Salthammer. Komisch. Ich habe alles richtig eingestellt. Naja, lassen wir es mal so. Tatsächlich, die Außenwettertemperatur scheint nicht zu gehen. Und definitiv wärmer, mindestens 20 Grad. Erstmal schön rückwärts setzen, damit er richtig an der Haltestelle steht. Aber genug Zeit haben wir ja auch noch. Albringhausen, alter Bahnhof, da. Das heißt, bis zum Schloss würde der gar nicht fahren. Moment mal. Ah, jetzt haben wir's. Ist ja kompliziert hier. Dann stellen wir mal die 15 Minuten noch vor. Hier der Einstieg oder da hinten? Ne, hier ist der Einstieg. Aber will gerade keiner rein. Nun denn. Gut, die eine Minute. Immer noch keiner. Dann Abfahrt. Was? Schon wieder? Erstmal schön Vollgas geben hier. Ah. Da darf man 50 fahren und dann lässt einen die Ampel nicht. Ach ja, muss ich nicht weiterschalten? Nächste Haltestelle, Eschenbeek. Genau, ich muss weiterschalten. Ich glaube, da muss ich noch die automatische Haltestellenweiterschaltung einbauen, oder? Na komm, gib mir grün. Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich doch ganz vergessen, auf Twitch den Stream umzubenennen. Dann mache ich das mal schnell. Ich mache mal eben auf Pause. Ich will ja nicht, dass hier die Leute irre geführt werden und mich am Ende dafür an den Pranger hängen.
Weil ich vorhin Twitch noch versucht habe und es jetzt nicht geht. So, das war's dann auch schon. Meine Güte, mir passieren ja auch Sachen. Das will ich doch gar nicht. Ich kriege am Ende den Ärger dafür. Da fahre ich jetzt einfach. Ich habe sowieso einen grünen Pfeil. Interessant, hier fahre ich jetzt gerade zum ersten Mal her. Während ich gerade Zeit habe, will ich auch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass heute Abend wieder der Armor Stream läuft. Ebenso heute morgen Abend kommt dann der zweite Stream, also. Heute Abend, soweit ich weiß, die Fortsetzung der Mission letzter Woche oder vorletzter, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir so ganz knapp es geschafft haben. Da ist die Haltestelle. Und wie ich zu spät kommen konnte, das will mir irgendwie nicht in den Kopf kommen. Ich meine, ich habe doch schon alles gegeben, ne?
mich wieder auf 30 begrenzt. Wie ich das hasse. Ach stimmt, jetzt fällt mir ein, warum ich hier noch nicht hergefahren bin. Ich hatte bisher immer Probleme bei der Linie 590. Die habe ich noch nicht zu Ende gemacht. Und jetzt habe ich mal von der anderen Seite her angefangen. Das wäre dann das erste Mal, dass eine Ampel auf Hupen reagiert. Nächste Haltestelle, Klinikum Waldhofen. Ja, beeilt euch, wir müssen weiter. Hallo. Jetzt darf ich also wieder 50 fahren. Das muss ich nicht verstehen, oder? Und verstehen muss ich auch nicht, wieso die Beta von Battlefield 1 bei mir immer crasht. Während andere Spiele wie Mass Effect beispielsweise, ja gut, Mass Effect hat nicht so viel Leistung, aber Arma 3 zum Beispiel, auf hohen Einstellungen ist es mir das Spiel noch nie abgestürzt. Es hat zwar geleckt ab und zu mal, aber es ist mir nie abgestürzt. Das kann ich immerhin voller Stolz sagen. Oh. Nächste Haltestelle am Bauklo. Wieso kommt mir das aus Hagen wieder so bekannt vor? Na komm, werd grün. Geht doch. Nächste Haltestelle, Fuldaer Straße. Gefällt mir. Doch. Na, passiert doch was?
Nächste Haltestelle, neues Rathaus. Geht doch. Aber ja, die automatische Weiterschaltung werde ich noch einbauen müssen in den Bus. Ja, das kennt man ja mittlerweile. Leider nur zu gut. Nicht mal Mass Effect hatte solche langen Ladebildschirme. Da ist der Ladebildschirm vom Fernbus-Simulator nichts gegen. Und der ist schon lang. Ich wusste gar nicht, dass das hier eine Einbahnstraße ist. Guten Tag. Ach, Manfred. Lotus wird wirklich performancefreudig. Freundlich her, Entschuldigung. Nächste Haltestelle, Waldhofen Arkaden. Ja. Wollte schon sagen. Nächste Haltestelle, Kaiserwald. Will eigentlich gar keiner aussteigen?
Ja, ich bin viel zu schnell. Nächste Haltestelle, Herderstraße. Da will gar keiner aussteigen. Nächste Haltestelle, Clemensweg. Sehr schöne Ecken hat diese Stadt. Hier war aber anscheinend keine Haltestelle. Anscheinend doch. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhof. Komisch, ich habe nichts gesehen. Ich bin auch viel zu früh gerade. Komisch, hier soll ich anscheinend nirgendwo halten, dann erst um die Ecke. Okay, ganz einfach. Monitore an. Das war eine ganz normale Bremsung. Hoppala. Abend. Hallo. Jetzt haben wir erstmal ein paar Minuten Zeit zum Warten, ne? Ja, viel zu früh dran, weil keiner einsteigen wollte, keiner aussteigen wollte. Und es fehlten Haltesignale. Obwohl die Hilfesignale angeschaltet waren, nicht wahr?
das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt von dem Busfahrer, mal eben schnell zum Kiosk sprinten. Ich glaube, sowas ähnliches mache ich auch, nur eben zum Kühlschrank. Ne? Da ist der Busfahrer auch schon wieder. Ein richtiger Busfahrer müsste jetzt natürlich auf seine Abfahrt warten, aber wir überspringen diesen Teil mal. Waren wir doch gerade. Nächste Haltestelle, Wiesenstraße. Ja, geht doch. Ach, ich kann es kaum erwarten, bis die MAN von Chrisley und Co. rauskommen. Sehen schon geil aus. Sehen auch schon fast fertig aus. Will ich noch mal so anmerken. Guten Tag. Nächste Haltestelle, obere Kirchfeldstraße. Sind wir wieder schön auf 30 begrenzt. Ach ja, zum Thema morgen könnte es nebenbei auch sein, dass ihr vielleicht im Hintergrund ein paar Stimmen hört. Denn meine Freundin ist dann sehr wahrscheinlich da. Welche dann auch am Zocken sein wird. Allerdings nicht das gleiche wie ich, also kein Arma 3 oder Omsi oder was auch immer, sondern sie spielt Last Chaos. Ich spiele das auch mit ihr zusammen, dann haben wir auch mal was zusammen zum Zocken, aber das werde ich dann garantiert nicht hochladen, weil sonst könnte ja jeder meine Freundin belästigen. Ohne Kickdown geht auch, wenn man will. Nächste Haltestelle, Hagener Straße. Ein bisschen weit weg vom Bordstein. Also mit der 92 zum Beispiel wären wir jetzt, glaube ich, nach rechts gefahren, wenn ich mich nicht täusche.
Ach ja. Nächste Haltestelle auf der Hart. Ich wusste, ich habe nicht weitergeschaltet. Stelle Bellenbusch. Geht so richtig schön steil bergauf, so dass wir nicht wirklich unsere Geschwindigkeit ausspielen können. Aber immerhin, er wird nicht so langsam wie die 15-Meter-Busse. Vorsicht, Ampel in ein paar Metern. Darf nicht schneller als 50? Gut. Die 50 werde ich sowieso nicht schaffen. Nächste Haltestelle am Eikenberg. Läuft doch. Noch. Ja, ist gerade so schön ruhig, gerade weil es auch nachts ist. Hoppala, nicht so weit nach links abkommen. Ein Citaro LE, der wäre jetzt nicht schlecht. Genau passend für diese Karte. Vielleicht gibt es ja sogar ein GLE, habe ich noch nie gesehen. Für die Leute, die jetzt zugucken und fragen sich, was das LE bedeutet, das heißt, soweit ich weiß, Low Entry Variante. Allerdings ist bei diesem Low Entry quasi es mit dabei, dass es kein komplett durchgängiger Niederflurbus ist, so wie es heute üblich ist bei Standard-Stadtbussen, sondern nach hinten hin quasi eine Treppe vorhanden ist, die nach oben geht, so dass man hinten erhöht sitzt, aber vorne nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag diese LE-Busse. Sie sind sowohl behindertengerecht als auch meistens gut für Überlandtouren, weil sie haben sehr bequeme Sitze beispielsweise. Wobei das natürlich auch wieder Bestellungssache ist. Nächste Haltestelle, Forsthaus.
Nein. Wir halten hier. Mann, ist das laut im Bus. So viel Gebrabbel. Und so warm. Ich weiß, was ich mache. Aber ich wenigstens ein bisschen nach vorne. Lüftung. Warum ich ausgerechnet hier abbiegen muss, ist mir auch ein Rätsel. Man hätte doch eher hier die Kreuzung bauen können und dann quasi direkt aus der Richtung in diese Ecke hinein. Ja. Nächste Haltestelle am Knepper. Oh nee, jetzt bin ich zu weit. Aber hier will jemand aussteigen. Tut mir leid. Jetzt geht's abwärts. Hoppala. Der Retarder ist schon eine schöne Erfindung. Was für ein Unfallort. Da war doch gar keiner. Außer mir ist einer hinten reingefahren. Sind fast unten. Ja, bis zum Schloss dürfte es jetzt nicht mehr weit sein. Hallo. Hallo. Sorry, heute ist echt nicht mehr Tag. Nächste Haltestelle, Albringhausen, alter Bahnhof. Ich
Und wenn es nicht zum Schloss geht, geht es maximal hier hin. Wo soll ich dann bitte wenden? Guten Abend. Hallo. Steigen noch welche aus? Nö. Hoppala. Nächste Haltestelle, Zuschlag. Zuschlag? Wer denn? Jetzt lasse ich ihn runterrollen. Gern nicht. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Hallo. Nächste Haltestelle, Schloss Parkplatz. So, schon mal wieder die Hand, wenn wir Retarder haben. Man wird auf 50 begrenzt, muss aber extrem abbremsen. Schön durch den Wald, im Laubwald. Immerhin, gleich ist die Tour vorbei, dann kann ich langsam mal schlafen gehen, weil 2 Uhr morgens bzw. 3 Uhr morgens ist dann noch früh genug.
hoffe, jetzt kommt endlich mal die Abfahrt. Ich warte ja schon so sehnsüchtig darauf. Schön schneller Gas geben. Wie weit denn noch, bitte? Ich wollte schon sagen. Ist die eine Haltestelle tatsächlich noch vorn? Nun denn, wenn du zahlst, bitte. Bin ich auch etwas seltsam, dass der Bus offiziell bis zum Schloss durchfährt, allerdings die Leute schon am Parkplatz teilweise aussteigen. Entweder am Parkplatz aussteigen oder direkt am Schloss aussteigen. Beides wäre noch etwas seltsam. Immer schön Serpentinen fahren für Anfänger. Endstation. So, okay. Nur der Anfang war zu früh. Gut. Machen wir mal so ein bisschen aus im Bus, sodass noch ganz wenig Beleuchtung drin ist. Würde mal sagen, mit dem Bild gehen wir zurück ins Studio und ich danke euch fürs Zusehen. Ich bin euer Con. Bis zum nächsten Mal.